Amen. Amen. Does anybody have any more information about 9/11 and its connection to Islam? Hat irgendjemand noch weitere Informationen vom 11. September und die Verbindung da mit Islam oder Al-Qaida? Just, well, obviously Al-Qaida is going to get it from some Islamic history. Also Islam oder Al-Qaida, die das natürlich von irgendeiner Geschichte sich holen. So we got 1683. Wir haben 1683. Anybody find any others? I thought some people said they found some. No? I mean, I saw this, that Benghazi happened on, but that was after. Okay, so that was Benghazi. Ich habe gesehen, more like a, ich habe Benghazi gefunden. You just got to let him translate, so. So Benghazi? Benghazi was more of an anniversary of 9/11. Benghazi war eher so der Jahrestag von vom 11. September. What is Benghazi? Was ist Benghazi? It was in Libya, where the Americans were, there was 4 or 5 killed, including the ambassador to Libya. Also das war, ist in Libyen, wo ein Botschafter ermordet wurde. I don't know much. Okay. More detail. What year was that? In welchem Jahr war das? 2012, was it? 2012. Am 11. September 2012. Anyone else? So, the main one that people go to is the Siege of Vienna, as I said. Also so wie schon gesagt, wie die meisten von uns gehen fast alle nach zu der Belagerung von Wien. So there's another one in 1565. Da gibt es noch ein weiteres in 1565. Sorry, Sister Kathy, you said. Oh, I was waiting. Yeah, sorry. There are 4 events. Es gibt 4 Ereignisse. From 1565 to 1697. Von 1565 till. One moment. Oh, I see a line coming. Bis 1500 bis 1697. 1565 is the Battle of Malta. 1565 ist die Schlacht von Malta. Anybody knows Malta? It's a Mediterranean island. And it's on 9/11. Die findet am 11. September statt. So this was a siege. They lost. Das war eine Belagerung, wo sie verloren haben. Let's go with the events and then we'll talk a little bit about the history. 1609. On 9/11. Auch yeah, they're all 9/11. They're all 9/11. Sind alles 11. September. Then 1683. What is 1609? Oh, a decree in Spain. Da gibt es ein Dekret in Spanien. 1683. Vienna. And then. The 1697 is the Battle of Zenta. Spell it. Z-E-N-T-A. Und dann 1683 eine die Belagerung von Wien und 1697 und dann noch eine Schlacht von Zenta. And then of course if you do 1529, it's kind of it's the first siege of Vienna, pointing to the second Battle of Vienna. Und dann 1529 die erste Belagerung von Wien, die zur zweiten Belagerung, auf die zweite Belagerung hinweist.
And then in 1699. Im Jahr 1699. Center is in France. Pardon me? In Serbia. Sorry? North of Serbia. Yeah, Serbia. North of Serbia. 99? Yeah, that's the Treaty of KARL. Karlowitz. Karlowitz, ja. Das ist der Frieden von Karlowitz. W-I-T-Z? W-I-T-Z. W. K-A-R-L-O-W-I-T-Z. Treaty. Mhm. Peace. That's November 9th, September 11th? It's not, no. So what's that then? January 26th. Why have you included that? Because that's the downfall of the Ottoman Empire. The decline. It's all a progressive decline. So we've got four dates. Mm-hmm. Also wir haben hier vier Daten. Malta, Spain, Austria and Serbia. Wir haben hier Malta, Spanien, Österreich und Serbien. And that was a battle, the Battle of Zenta. Und dann gab es hier diese Schlacht bei Zenta. And they lost all those battles. Und sie haben all diese Schlachten verloren. So this is France seems to be fighting the French prince. Sieht so aus, als wenn hier die Franzosen kämpfen würden. In Eastern Europe. In Osteuropa. So Wikipedia says Ottoman Empire against Holy Roman Empire. On this Battle of Zenta. Okay. So I had the French prince Eugene de Savoy. Maybe he's just working there or with them. Yeah. Yeah. He had the command over the troops of the Kaiser. Okay. That's what Wikipedia says. So we've got not just one date. We've got four dates. Wir haben also 9/11. Wir haben also nicht nur ein Datum, sondern vier Daten für den 11. September. Anything else? Ich weiß nicht, ob das hier wichtig ist oder nicht. What's the Treaty of Sevres? S-E-V-R-E-S. Where do you find that? Is that 1709? Maybe not. Yeah. R-E-S? Yeah, is that a 9/11? No, it's has been concluded in August 1920. Okay. Okay, someone said, you were saying something. I interrupted you, sorry. Um,
when we had the 9/11 attacks in New York, als die Anschläge vom 11. September in New York waren, President Bush began the war on terror. Da hat Präsident Bush den Krieg mit dem Terror begonnen. And in the 1400s, Christians prayed for deliverance from the terror of the Turk. Und im 14. Jahrhundert beteten die Christen von der Befreiung der Türken. And in the 1600s, und im 16. Jahrhundert, the Turks were represented as the present terror of the world. Da wurden die Türken als der gegenwärtige Terror dieser Welt dargestellt. Ones that are not directly connected to Islam, I think people have spoken about in the past. Also was nicht direkt mit dem Islam verbunden ist, worüber aber Leute in der Vergangenheit gesprochen haben. One is the Korean War, 1950. Ist der Koreakrieg im Jahr 1950. And one is the Second World War. Und der andere ist der Zweite Weltkrieg. 1944. 1944. I think that's the Battle of Aachen. I'm not sure if I'm pronouncing that correctly. It's in Germany. Schlacht von Aachen. Is that where we had a camp meeting? Aachen. Aachen, ja. Oh. If you're referring to that, yeah. A-A-C-H-E-N. Yeah. That was on 9/11, 1944. Da gab es am 11. September eine Schlacht. Well, it's there's a September 11th connected to that. Okay, so we've got four dates. There's plenty of history there. Also wir haben hier vier Daten und jede Menge Geschichtsinformationen, die hier dahinter stehen. The ones that are in the solid line, not the two extreme ones. Die zwei, die hier in der, oder die vier Daten, die hier in der Mitte stehen, nicht die äußeren beiden. The all 9/11 dates. Und die geschehen alle am 11. September. The siege of Malta. Die Belagerung von Malta. There's a decree in Spain. Es gibt einen Erlass in Spanien. The Vienna siege that we spoke about. Über die Belagerung von Wien haben wir gesprochen. And a battle in Zenta in Serbia. Und dann noch eine Schlacht in Zenta in Serbien. All four of them are all six of those are Islam. So is it a defeat of Islam or also alle sind mit dem Islam verknüpft, ist das jetzt nun eine because we said that every single one this was a defeat oh well that was defeat that those two were I'm not sure what the law was. Also es waren hier alle bis auf das Gesetz ein Rückschlag für den Islam. So they are a defeat. So because of all these defeats, they attack at 9/11. Also wegen all diesen, meine Frage ist, wegen all diesen Rückdrängungen oder Einschränkungen, greifen sie dann am 11. September an? This is in their consciousness. It's the 9/11 seems to be a recurring date. Zumindest muss in ihrem Bewusstsein der 11. September ein immer wieder auftretendes Ereignis sein. We still don't have a hard statement. No one's brought one up that says that we did this because. Wir haben leider immer noch keine klare Aussage von irgendjemanden, wo sie sagen, das haben wir gemacht wegen dem und dem. That it's for them it's a humiliation. Aber especially the date of 1683. Aber einige Historiker sagen, dass das für sie eine Demütigung ist, vor allem 1683. That's a fact. It's not some historian's perspective. We know that happened. Das sind Tatsachen. Das ist nicht die Ansicht eines Historikers. What we don't know is if they chose 9/11 to redeem their failures of the past. This is what I told you. Historians, they say that. Was wir nicht wissen, ist, ob sie am 11. September angegriffen haben, um hier ihre Schmach zu sühnen. Now, that's not a historian. That's a social scientist that would do that. A historian would take a fact that
Al-Qaeda stated that and they'd quote them or something. Also no one's produced that information. Also ein Historiker würde Tatsachen nehmen und Aussagen zitieren von Al-Qaeda, dass sie das aus diesen Gründen gemacht haben. We need a statement from Al-Qaeda said, we did this because of one of these events or all of these events. Wir bräuchten eine Aussage von Al-Qaeda, die sagt, wir haben den 11. September gemacht wegen all diesen Ereignissen. The closest I came to finding that kind of a statement. Also die nächste oder die annäherndste Aussage, die ich finden konnte, is a Pulitzer Prize winner author. What? An author. An author. Also ein Autor. I wrote a book called The Looming Tower. Hat ein Buch geschrieben, das The Looming Tower heißt. On the history of September 11th, 1683. Am 11. September 1683. And the closest he could get to a statement that Bin Laden chose the date. Und das nächste oder das annäherndste, was er sagen konnte, war, dass Bin Laden dieses Datum wählte. And connecting it to New York. Und mit New York in Verbindung brachte. Was he was at a wedding and he quoted the Quran. Dass er sich auf einer Hochzeit befand und dort den Koran zitierte. It says, wherever you are, das heißt, wo immer du bist, death will find you, der Tod wird dich finden, even if you are in the lofty towers. Selbst wenn du in diesen luftigen oder ja, schwindelerregenden Türmen dich befindest. That's the closest I could find. Everybody else was just using history and making claims that they das chose the date. War das Annäherndste, was ich finden konnte. Alle anderen haben sowas nicht gesagt. Okay, so we still don't have any evidence. No. Also wir haben immer noch, wir haben also immer noch keine harten Fakten. Because there's no proper evidence that Bin Laden was even connected. To the attack, yeah. Anyway. Es gibt noch nicht mal richtige Hinweise, dass oder Beweise, dass Bin Laden mit den Angriffen oder Anschlägen überhaupt was zu tun hatte. So this is just our analysis of why they chose 9/11. There's no facts that we could find. Also es gibt hier keine Tatsachen da dazu. Okay. So what we could do, what we should do is go through each one of these, draw out some truth and pin them all to 9/11. Also was wir nun machen sollten, ist durch alle hier hindurch gehen und Wahrheiten raussammeln und die alle mit dem 11. September in Verbindung bringen. I just find it strange that no one's done that, or at least I'm not aware of it. Ich finde es einfach nur auffallend, dass keiner das bisher gemacht hat. Weird. Ich habe noch etwas, was ein bisschen komisch klingt. In the Battle of Constantinople in 1453. Bei der Schlacht um Konstantinopel im Jahr 1453. There is a symbol of world power in the Islam world. Da gibt es ein Symbol für die Macht des Islams weltweit. And there is a location near the Bosphorus Strait called the Golden Horn. Und da gibt es ein Ort nahe dem Bosporus, was das Goldene Horn, Kap Horn genannt wird. But there's something in Islam that they want to go after symbols of world power in their conquests. Aber es gibt da irgendwas, was sie dazu veranlasst hatte, nach der Weltherrschaft zu streben in ihren Eroberungen. So they wanted to go after the golden apple. Und sie wollten diesen goldenen Apfel haben. There happened to be a statue of Justinian. Da gab es diese Statue von Justinian. On a horse as a warrior. Auf einem Pferd als ein Kämpfer. And he was holding a golden globe. Und er hielt einen goldenen Globus in der Hand. With a cross on top. Und obendrauf ein Kreuz. Signifying that Constantinople was the world power. Und das sollte bedeuten, dass Konstantinopel die Weltmacht ist. So when they defeated Constantinople, they had taken the golden apple.
Und als sie Konstantinopel erobert haben, dann haben sie diesen goldenen Apfel erobert. In the Battle of 1683, they called Vienna the Golden Apple. In der Schlacht um 1683 oder Belagerung, da haben sie Wien den goldenen Apfel genannt. Because it was the center of the world, of the Christian world. Weil das das Zentrum der christlichen Welt war. And New York is referred to as the Big Apple. Und nun wird New York nun als der Big Apple genannt. And it's the center of economic and world power. Und das ist das Zentrum der Wirtschaftsmacht und wirtschaftlichen Weltmacht. And that's an old Islamic tradition of power. Und das ist eine alte islamische Tradition, wie man an Macht kommt. So I was just comparing apple to apple. Wenn man hier einfach Apfel mit Apfel quasi verbindet. We've been discussing the relationship between 9/11 and the close of probation. Wir untersuchen die Verbindung zwischen dem 11. September und dem Ende der Gnadenzeit. And the prediction of July 18th with the close of probation. Und die Vorhersage über den 18. Juli und die das Ende der Gnadenzeit. We know that they both visions are in the same section of volume 9 of the testimonies. Beide Visionen befinden sich in dem gleichen Abteil aus 9. Band der Zeugnisse. So the question is, are they referring to the same event? Und jetzt or ist different events? Jetzt ist nun die Frage, beziehen Sie sich auf das gleiche Ereignis oder sind das unterschiedliche Ereignisse? And the conclusion of that is what? Was ist unsere Schlussfolgerung davon? Es ist eine Wiederholung und Erweiterung. Weil es auf das Ende der Gnadenzeit hinzeigt. If you read the statements on page 12, 13, 28 and 29. Wenn man die Aussagen auf Seite 12, 13, 28 und 29 liest, the context in each one of those four pages or the two sections is the close of probation. Da ist der Kontext für alle vier Seiten oder beiden Visionen das Ende der Gnadenzeit. One relates to New York, the other relates to Nashville. Eines bezieht sich auf New York und das andere bezieht sich auf Nashville. And the reason that those cities get mentioned is because she's in those localities at the time of receiving those visions. Und der Grund, warum diese Ortschaften oder diese Städte genannt werden, ist, weil sie sich zu jener Zeit eben an diesem Ort aufhält. So we've shown the connection between 9/11 and the close of probation. Wir haben also die Verbindung zwischen 9/11 und dem Ende der Gnadenzeit aufgezeigt. Can you remind us of that, Brother Jonathan? Kannst du uns daran erinnern, Jonathan? Question again, please. How do you connect 9/11 to the close of probation? Wie verbindet man den 11. September mit dem Ende der Gnadenzeit? So the context is close of probation and of the passage. And then we saw something happen that exactly fulfilled the prediction. But because it's in the context of the close of probation, this 9/11 can't be literally 9/11 as written of. It must be a harbinger. It must be like a foretaste. If we're okay with that summary. Seid ihr zufrieden mit dieser Zusammenfassung? Question is, can we use exactly the same methodology to predict July 18, 2020, something happening in the city of Nashville? Die Frage ist, können wir nochmal die gleiche Methodik anwenden und somit vorhersagen, dass am 18. Juli 2020 in Nashville etwas geschehen wird? That's the question that we need to address. Das ist die Frage, die wir beantworten müssen. We can't. Wir können das nicht tun. Why not?
Warum können wir das nicht nochmal machen? Not real good effects. We were able to come up with a on the 9/11 verse, but it was kind of a, it didn't come up with real good conclusions. So we shouldn't use it to do the Nashville model. Can you summarize that, please? When we did that using 9/11. Als wir das gemacht haben in Bezug auf den 11. September. Some of the conclusions that we came to, or the consequences of that study. Dann war eines der Schlussfolgerungen oder ja. Were not good. Dieses Studiums nicht gut. We started doing things like suggesting that 9/11 was the beginning of the latter rain. Wir haben angefangen und vorgeschlagen, dass der 11. September der Anfang des Spätregens sei. Sister Shemaine, how can you make 9/11 the latter rain? What's the logic? Shemaine, was war die Logik dafür, dass wir den 11. September als den Beginn des Spätregens markiert haben? This was one of the consequences of doing this thing, this wrong thing. Das ist eine der Konsequenzen oder Auswirkungen von dieser falschen Sache, was wir gemacht haben. People left the movement over that issue. Und Menschen haben die Bewegung wegen diesem Problem verlassen. So how do we get that? How do we get 9/11 is latter rain? Wie haben wir das hingekriegt, dass der 11. September der Spätregen sein soll? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber... I don't remember the logic you use. Ich kann mich, say, not me. Kann mich nicht mehr an die Logik erinnern. I think you took the second angel and not me. People blaming me. No, I'm not blaming you. You. Pardon? Okay. I don't remember at the beginning how we make the connection between the second angel and the latter rain. I don't remember. Ich weiß es nicht mehr. The rain. When the angel comes down and the rain acts 3. No, it's not this one we took. Es ist Apostelgeschichte 3,19. Nee. Okay. Started sprinkling. Hat es nicht was damit zu tun gehabt, dass es anfängt zu tröpfeln? The latter rain began to sprinkle on the priests. Yeah. Dass der Spätregen auf die Priester tröpfelte? How do you get that? Wie kommst du da dazu? I just remember that there was something about the sprinkling began then. A little bit louder, people can't hear you. Something about the sprinkling began then, sprinkling on the priests. Irgendwas mit den Tröpfen, mit irgendwas war da mit Tröpfeln auf die Priester. I think it was what I remember, I don't know if I'm correct. Woran ich mich erinnere, ich weiß aber nicht, ob ich richtig liege. I think we use Acts 3:19. Ist, dass wir Apostelgeschichte 3:19 benutzt haben. And we connect it with the refreshing time period. Und wir haben es mit der Zeit der Erquickung in Verbindung gebracht. And we say that with two time periods of refreshment. Und wir haben gesagt, es gibt zwei Zeitabschnitte bezüglich dieser Erquickung. And we link it also with the judgment of the living, and we said 9/11. Und wir haben es auch mit dem Gericht an den Lebenden verknüpft und Revelation haben dann gesagt, 18. Dass es der 11. September ist, Offenbarung 18. It's no help just to throw out things. Yeah, I know there is a connection with all these things, but I don't remember the step. I don't remember. Da gibt es eine Verknüpfung zwischen all den Schritten, aber ich weiß nicht mehr genau, was, wie das war. Okay. Okay. So we don't know how we did it. Wir wissen nicht mehr, wie wir es gemacht haben. But we taught that the latter rain begins to be poured out at 9/11. Aber wir haben gelehrt, dass der 11. September, dass der Spätregen am 11. September ausgegossen wird. Which we know is error. Von dem wissen wir jetzt, dass es falsch ist. It's wrong. You agree with that? It's wrong.
Stimmen wir dem überein, dass es falsch ist? The problem begins. Das Problem beginnt. Because we make Daniel 11 verse 41 the close of probation. Das Problem beginnt damit, dass wir Daniel 11, 41 zum Ende, als das Ende der Gnadenzeit hinstellen. Make the Sunday law, wenn man das Sonntagsgesetz close of probation, zum Ende der Gnadenzeit macht. And then it allows you to manipulate inspiration when you do that. Und dann fängt es dir, fängst du an, die Inspiration oder die Bibel zu manipulieren. Because the latter rain comes before the close of probation. Weil nämlich der Spätregen vorm Ende der Gnadenzeit kommt. Therefore, if the close of probation is Sunday law, you can make the latter rain come beforehand. Und wenn das Ende der Gnadenzeit nun das Sonntagsgesetz ist, dann muss ja der Spätregen vorher kommen. And that's where the problems begin. Und da fangen nun die Probleme an. So it's not just the fact that you can get 9-11 the close of probation to work. You can get it to work. Es ist jetzt hier nicht nur die Tatsache, dass du 9-11 und das Ende der Gnadenzeit irgendwie zum Laufen bringst, das kriegst du hin. Buildings, buildings. Du hast, fire, fire. Du hast hier Gebäude, zweimal Feuer. Last connection. Die letzte Verbindung. Hause. Hier, buildings, ja, yeah, okay. Yeah. Buildings and the buildings, fire and fire and the last connection is? Die Quelle, wo es steht. So 90s kind of becomes a symbol, but you got direct connection between those two things. Es gibt noch eine direkte Verbindung zwischen den beiden. Location. Der Ort. It's New York. Ist in New York. So it seems to fit, but the ramifications become problematic. Es scheint zu passen, aber die Umstände ist das, was es nun schwierig macht. Just point out to show you how silly we were. Einfach nur um aufzuzeigen, wie töricht wir waren. What did we say? 2015 was. Was haben wir gesagt, was wir im Jahr 2015 erlebt haben? Is this what you mean? 2015. 2015? In connection with what? In Verbindung mit was? FFA teach. Die in Verbindung mit den Fehlern, die FFA lehrt. In 2015. Im Jahr 2015. Das hat was mit der that's when, gleichgeschlechtlichen Ehe zu tun. It's to do with marriage, yes. Same-sex marriage. The biblical term. Image. This is the image of the beast. Bild des Tieres. When was the image of the beast? Wann war das Bild des Tieres? The pretend real one. Also der vorgegebene wirkliche. No. No. Sonntagsgesetz? Nein. 9/11. 11. September. 9/11 has to be the image of the beast. Der 11. September muss das Bild des Tieres sein. Because that's when the angel of Revelation 18 comes down. Weil da kommt ja der Engel von Offenbarung 18 hernieder. That's when the latter rain begins. Da fängt auch Spätregen an. That is what this movement was identifying with the image of the beast was. Das hat die Bewegung als das Bild des Tieres dargestellt. Republicanism, is that it? Because of the Patriot Act. Das Brechen des oder das Zerbrechen des republikanischen Horns wegen diesem Patriot Act. He's going to repeat it in louder. So on 9/11, they said that the Patriot Act showed the breaking of the horn of republicanism. Okay, so we know you can get 9/11 to work. We've got the star story. They look the same. Buildings, fire, New York. Also wir wissen, dass wir 9/11 und Ende der Gnadenzeit zum Laufen bringen. Works fine. Es funktioniert. Du hast beides mal einen Stern, beides mal New York, Gebäude, Feuer. But it causes problems. Aber es bringt auch Probleme mit sich. The rain is a big problem. The image of the beast is a problem. Der Regen ist ein Problem. Das Bild des Tieres ist ein Problem.
harvest separation. There's so many problems that this causes. Die Ernte, die Trennung, das verursacht so viele Probleme. Even time setting becomes an issue. Auch Zeitsetzen wird ein Problem. The second angel, the third angel. Der zweite Engel, der dritte Engel. In fact, this one issue single-handedly derails this movement, takes it off track. Einfach nur diese eine Tatsache hier kann die ganze Bewegung vom Kurs abbringen. And now FFA are using the exact methodology, exact concept to construct the July 18, 2020 prophecy. Und jetzt nutzt nun FFA die gleiche gleiche Methodik, um die Prophezeiung um den 18. Juli zu etablieren. And we haven't yet begun to deconstruct their thesis to show the implications of what they're doing. Und wir haben ihre Thesen noch gar nicht genau auseinandergenommen, um die Auswirkungen zu zeigen von dem, was sie da eigentlich tun. One simple one. Eine einfache. Is they're now forced to do public evangelism. Ist, dass sie jetzt dazu gezwungen sind, öffentliche Evangelisation zu betreiben. In the time period where they're not allowed to. In einer Zeit, wo ihnen das nicht gestattet ist. Why are they not allowed to do public evangelism, Sister Catherine? Warum dürfen sie keine öffentliche Evangelisation momentan betreiben? For one, it's not the time to go to the Levites yet. Es ist zum einen, es ist noch nicht die Zeit, zu den Leviten zu gehen. You can't go anywhere right now. Du kannst ja nirgends hingehen momentan. Because of the virus? No, that's not the virus, yeah. No, I want a much more foundational reason why. Nein, ich hätte ganz gern etwas grundfestere Gründe, warum nicht. Let me give you a story. Also, ich erzähle hier eine Geschichte, ein Gleichnis. Now, we would think that human trafficking is one of the most evil sins that you could imagine. Traffic, you mean using a car or? No, buying and selling. Ah, okay. Man könnte meinen, dass der menschliche Handel, kaufen, verkaufen, eines der bösartigsten Sünden sind, die je gemacht wurden. Just like we would think that cannibalism is, you know, beyond the limits, you've gone too far. Genauso wie man meinen kann, dass Kannibalismus einfach zu abgefahren ist. Da geht man einfach zu weit. I've spoken about cannibalism in the past, so I'm not going to talk about that. Ich habe darüber schon mal in der Vergangenheit gesprochen, das werden wir jetzt nicht behandeln. People take human trafficking. Menschen nehmen nun diesen menschlichen Handel. And we just give it nice names to make it pretty. Human trafficking means you deal with people. Okay, es geht hier um Menschenhandel, dass ich das richtig übersetze. So we give it these pretty names to sanitize or make it look clean. Also wir geben hier verschiedene Namen der gleichen Tatsache, damit das ein bisschen netter aussieht. Like a servant, for instance. Wie zum Beispiel ein Diener. Now, when it comes to men and women. Wenn es aber nur um Männer und Frauen geht. And they begin to engage in human trafficking. Und sie sich im Menschenhandel betätigen. Both the men and the women, for different reasons, want to give it a nice name. Da wollen sowohl Männer als auch Frauen beide der Sache einen schöneren Namen geben. So the new gentle name is appreciation. Aus verschiedenen Gründen. Und der neue nette Name ist appreciation, ist ein Vorzug. You will know it by the term dowry. Und ihr kennt das, how do you spell that? D-O-W-R-Y? R-E-Y?
D-O-W-R-Y. D-O-W-O? R-Y. Dow Rye. D-O-W. And then? R-Y. R-Y. Ah, man könnte das als eine Mitgift oder ja, Brautgabe mitgeben, betiteln. So, the man pays this money to say, thank you, father-in-law, for taking care of this beautiful woman. Der Mann könnte eine Mitgift zahlen und dann seinem Schwiegervater sagen, danke, Vater, dass ich hier diese schöne Frau jetzt haben kann. What he really meant was, was er aber wirklich meinte ist, she used to be your slave, and now I buy her off you. Sie war ursprünglich dein Sklave und jetzt kaufe ich sie dir ab. So she can be my slave. Damit sie jetzt mein Sklave sein kann. And the woman, die Frau, daughter, die Tochter, she says, sie sagt, oh, I'm so valuable. Boah, ich bin aber viel wert. I'm worth so much money. Ich bin so viel Geld wert. So I must have some value. Somit muss ich also einen gewissen Wert haben. What she really means is, was sie wirklich meint ist, my value is in my strength or my beauty. The more beautiful I am, the more I'm worth. Mein Wert liegt in der Kraft, die ich habe, oder in meiner Schönheit. Und je schöner ich bin, desto mehr wert bin ich. So, I just want to focus on the women. Jetzt möchte ich mich hier aber mal auf die Frauen fokussieren. How they could and do conceptualize dowry. Wie sie diese Aussteuer quasi betrachten. To turn something that's extremely ugly and disgusting into something nice. Indem sie etwas sehr Schlimmes oder ja Verwerfliches in etwas Schönes umwandeln. First they give it a special name. Zunächst mal geben sie der ganzen Sache einen schönen Namen. They don't say you're eating pig. You eat bacon. Du sagst nicht, du isst Schwein, sondern du isst Schinken. You don't say you're eating the backside of a cow. You call it rump steak. Du sagst nicht, dass du das Hinterteil einer Kuh isst, sondern du sagst, ich esse ein Steak. So humans have a habit of doing that. Und Menschen haben diese Angewohnheiten, sowas zu tun. So what she's going to do. Was diese Frau jetzt nun macht, she's going to turn this ugly, disgusting, vile practice and try to make sense of it. Sie nimmt jetzt diese Praktik, diese verwerfliche Praktik und verwandelt sie in etwas, was jetzt nun Sinn macht. She can say, look how romantic this all is. Dann kannst du sagen, schau mal, wie romantisch das alles ist. My charming, handsome prince is willing to pay all of this for me. I must be so valuable to him. Mein Traumprinz, charmanter Traumprinz, der zahlt all dieses Geld für mich. Ich muss wirklich wertvoll sein. And obviously, we know all of that is rubbish. Wir wissen natürlich, dass das alles erfunden ist oder nicht stimmt. This movement does a very similar thing. Diese Bewegung macht jetzt was sehr Ähnliches. We're not supposed to do public evangelism. Wir sollen keine, wir sind nicht dazu gerufen, öffentliche Evangelisation zu machen. Why is this, Shemaine? Warum, Shemaine? Why are we not allowed to? Warum ist es uns nicht gestattet? It's not the moment. Weil jetzt nicht der Augenblick dafür ist? Why? Warum? Because first the church and the world. Weil es heißt, erste Gemeinde, dann die Welt. Why? Warum? Why? Because there is a God deal with this church first. Weil Gott zuerst mit seiner Gemeinde umgeht. What am I gonna say? Why? 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 Why God deal with this church first? I'll ask another question. Stell eine andere Frage. Why not the Levites? Warum nicht die Leviten? Because you have to prepare us first. You have to put the. Weil er uns zuerst vorbereiten muss. You have to. Restore the church first. Erstmal muss er die erste Gruppe wiederherstellen. You don't like my answer. Du magst meine Antwort nicht. The priests aren't fit. Die Priester funktionieren noch nicht. To evangelize at this time. Um wirklich zu evangelisieren.
What would happen if we did? Was würde denn geschehen, wenn wir das tun würden? We would damage the Levites because they're not ready for harvest. Wir würden die Leviten zerstören oder beschädigen, weil sie noch nicht fertig sind für eine Ernte. So you're blaming upon them? Also tust du sie beschuldigen? You said they're not ready for harvest. Du hast gesagt, sie sind noch nicht fertig. It would be a double damage because we are not fit to harvest them and they're not ready to be harvested. Also es wäre ein doppelter Schaden. Wir sind noch nicht vorbereitet dafür und sie sind noch nicht, ja, auch noch nicht fertig. In another word, you can say we are not in harmony with your culture. Also in anderen Worten können Sie sagen, wir haben noch nicht, unter uns herrscht noch keine Harmonie. We're not in harmony with whom? Mit wem? The priests are not in harmony, then we cannot. Priester harmonisieren noch nicht. So we're not allowed to do any kind of evangelism with anybody. Also uns ist nicht gestattet, mit irgendjemand in Missionsarbeit einzutreten. Because we would destroy them. Weil wir sie zerstören würden. So what we do is, was wir also machen, because we don't want to make ourselves look bad, weil wir uns selbst nicht als schlecht darstellen wollen, we say what? Das sagen wir was? We say they're not ready. Da sagen wir, die sind noch nicht fertig. We say, if we went out and did something, what would happen? Und wenn wir sagen, wenn wir rausgehen würden, etwas machen würden, was würde dann geschehen? We don't believe that. We might do now, a couple of us. Vielleicht würden einige von uns sie zerstören, ja. We say, the problem is, wir sagen, das Problem ist, if we did it too quickly, wenn wir es zu schnell machen, the world is not ready for us. Da ist die Welt noch nicht vorbereitet für uns. They would, it would be premature. Sie sind noch nicht zur vollen Reife gelangt. They might kill us too quickly. Sie mögen uns zu schnell töten. They couldn't handle this. Weil sie das nicht, weil sie damit nicht umgehen, wissen, wie man damit umgeht. And the phrase we use, und den Ausdruck, den wir dafür nutzen, because we are just like wrecking machines, weil wir einfach nur wie Rechenmaschinen sind, we use a different word. Was wäre da das andere Wort? We're in. Wir befinden uns hiding. Hiding. Wir befinden uns im Verborgenen. So we cover all of our sins by saying, no, we're in hiding. Wir verbergen all unsere Sünden, indem wir sagen, nein, wir sind in der Zeit des Verbergens. Because we need protecting. Weil wir einen Schutz bedürfen. From those wicked Adventists, from the wicked world. Von diesen bösen Adventisten, von dieser bösen Welt. We don't need protection from them. Wir brauchen keinen Schutz vor denen. Yes. Sie brauchen einen Schutz vor uns. God is protecting them from the damage we will do to them. Gott beschützt sie vor dem Schaden, den wir ihnen zufügen würden. People could see the subject of dowry in that way. Menschen können das Thema einer Aussteuer nun auch auf diese Art betrachten. Dowry is human trafficking. Eine Mitgift ist nichts anderes wie Menschenhandel. Giving it a fancy name doesn't change anything. Ihm einen tollen Namen zu geben ändert nichts an der Tatsache. So, if you believe in July 18th, 2020. Wenn du nun an den 18. Juli 2020 glaubst, can God destroy Nashville? Kann Gott da nun Nashville zerstören? Without giving them a warning. Ohne ihnen vorher eine Warnung zu geben. Kenny? Kann er? No. Nein. He's bound by his own rules. Er ist an seine eigenen Regeln gebunden. He can't do anything unless he first warns you. Er kann nichts machen, ohne dass er dich zuerst gewarnt hat. No one has got the mark of the beast yet. Deswegen hat ja auch noch keiner das Malzeichen des Tieres. Are they all doing the same? Are they actually all doing, using conventional Adventist thinking, is everybody doing, following the beast? Wenn man jetzt gewöhnliches adventistisches Verständnis anwendet, folgt da jeder dem Tier? Yes. Ja. They're all worshiping on Sunday. Sie alle beten am Sonntag an. In whatever shape or form it is. In welcher Form auch immer das sein mag. But no one's got the mark. Aber noch keiner hat das Malzeichen. Why? Warum? Because the test hasn't come.
Weil der Test noch nicht da ist. The test must happen when you have some knowledge of it. Und der Test kann erst dann kommen, wenn du ein gewisses Wissen angesammelt hast. So God can't destroy Nashville unless he warns them first, the change. Gott kann also Nashville nicht zerstören, ohne es vorher gewarnt zu haben, Nineveh. So if you have a prophecy, a prediction that says you're about to be destroyed soon, you need to tell them first. It's like Jonah. Yes. Wenn du eine Prophezeiung hast, die sagt, du wirst zerstört, dann musst du sie zuerst warnen. And that means they are forced now to do public evangelism. Und das bedeutet dann nun, oder die Folge daraus ist, dass sie gezwungen sind, öffentliche Evangelisation zu betreiben. So you see what one of the implications are. Da siehst du nun ein, so eine Auswirkung. They're going to end up destroying these people. Ist, dass es dabei endet, dass sie diese Leute zerstören, instead of helping them. Anstatt ihnen zu helfen. Because they're going to interact with them before they're supposed to. Denn sie interagieren mit ihnen, bevor die eigentliche Zeit dafür gekommen ist. Now one of the blessings or one of the most positive things Future for America have ever done. Eine der Segnungen oder der besten Dinge, die Future for America je getan hat, was ist das Beste, was sie je gemacht haben? Oder eines der besten Dinge, das sie je gemacht haben? I'll tell you. Ich sag's euch. They deleted all association of us with them. Sie haben alle Verbindungen zwischen ihnen und uns gekappt. So when people begin to investigate and see how silly they are. Und wenn nun Menschen untersuchen oder feststellen, wie töricht sie sind. At least they won't see my videos on their website. Dann werden sie zumindest nicht meine Videos auf ihrer Webseite sehen. So I'm not attached to it. Somit bin ich nicht damit in Verbindung. When they look at their newsletters, they won't see in association with Finn. Und wenn sie die Newsletter ansehen, dann werden sie auch nicht feststellen, dass es da Schwesterministries gibt, wie Finn zum Beispiel. Except if they go to the old newsletter, sorry. Es sei denn, sie gehen zu den alten Newslettern. They never put my name on it. Only yours. All my videos are out of there. We will find a link for that as well. No, no problem. So, maybe we should delete all their videos. Vielleicht sollten wir auch ihre Videos alle löschen. Because we've still got all of them on our channels. So, all joking apart. Also, lassen Witze beiseite. You can see just easily one of the huge ramifications is they're going to destroy people with this message. Also, was man hier schon recht schnell sehen kann, ist, dass sie durch ihr Handeln jetzt Menschen zerstören werden. Was meinst du damit, dass sie Menschen zerstören werden? Why are you not allowed to public evangelism? Warum bist du nicht? Warum ist es dir nicht gestattet, öffentlich zu evangelisieren? Because you're scared them. Weil du sie erschreckst. Du hast gesagt, sie werden sie zerstören. That's what I just said. Das habe ich gesagt. And you said, what do you mean destroy? Was? Dann hast du gefragt, was meinst du mit zerstören? You said, destroy means scare them. Und dann meintest du, zerstören bedeutet sie erschrecken. Destroy how? This is my question. Wie zerstören? So forget Nashville. Vergiss Nashville. You didn't ask what destroy meant separate to Nashville. Du hast nicht gefragt, was zerstören bedeutet unabhängig von Nashville. Why can't we go to the world today and tell them about things? Warum können wir nicht zu der Welt gehen und ihnen über gewisse Dinge Informationen geben? You said because they will destroy. What does that mean? Dann hast du gesagt, weil wir sie zerstören würden, und dann frage ich, was bedeutet das? How do you destroy people? Wie zerstörst du Leute? Bible verse, please. Ein Bibelvers brauche ich dafür, bitte. Which book? Can't think of any? Mir fällt keiner ein. Destroyed. Zerstört. Type the wording. See what happens. Sorry?
when I typed. That's not the only reference for the word destroyed. Oh, don't help her. Oh, sorry. See, James 4 of 12, but I don't know if it's... There's only 67 hits. And? If you type in destroyed, yeah. I have 167. One, oh, 164 I got. Okay, Sister Catherine already gave you the answer. I didn't, yeah. Tell us. Jesaja 4, Vers 6. Hosea 4, Vers 6, Entschuldigung. You there? Can't find it. Hosea 4, 6. Hosea 4, ah, faute de connaissance, lack of knowledge, yeah? Mm-hmm. My people is destroyed, lack of knowledge, because of lack of knowledge. This is the verse? Okay. Hosea 4, 6, da heißt es, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. So what does destroy mean? Was bedeutet nun hier zugrunde gehen oder zerstört zu werden? Lack of knowledge. What does that mean? Ein Mangel an Wissen. Was bedeutet das? In this context, what does it mean? Yeah, that's my question. This is my question too. You can answer it. In this context of the Netinians, the lack of knowledge. Nothing to do with Netinians. Hat nichts mit den Tempeldienern zu tun. Oder auch nichts mit der Welt zu tun. You're going to destroy people. Du zerstörst Menschen. You ask me, why will they be destroyed? Und du fragst mich, warum werden sie denn zerstört? Gave you a verse. Dann habe ich dir einen Vers genannt. Because there's a lack of knowledge. Und die Antwort ist, weil es da einen Mangel an Erkenntnis gibt. So I should explain more. Jetzt muss ich wohl mehr erklären. Why are people destroyed? Warum werden Menschen zerstört? Because they don't know what's happening. Weil sie nicht wissen, was vor sich geht. Agree with that? Stimmst du dem überein? They don't have knowledge. They don't know. Know is knowledge. Sie haben dieses Wissen nicht. So if you go to them, what are you going to tell them? Wenn du zu ihnen hingehst, was sagst du ihnen dann? That they need to know. Nämlich, dass sie etwas wissen müssen. What do they need to know? Und was ist dieses Etwas? Who is the target? I'm lost. Who is the target? We're talking about who? The Netinian? Who do you want to go with? We'll go with the world. Because my question was about go with the world. What does the world need to know? Was muss die Welt nun wissen? In this context that why are we not allowed to do public evangelism? Warum ist es uns nicht gestattet, öffentliche Evangelisation zu machen? It's not the time for to do that. Weil dafür die Zeit nicht da ist. And we said we will destroy them. We destroy them because they don't have knowledge. Weil sie einen Mangel an Erkenntnis haben oder Wissen. Knowledge about what? That's my question. Und meine Frage an dich ist nun Wissen über was? Aber das ist auch meine Frage. You don't know what the world needs to know. Du weißt nicht, was die Welt wissen muss. The world is coming to an end. And Jesus is coming. Dass Jesus wiederkommt. They need to know the world is coming to an end. That's it. Sie müssen wissen, dass Jesus wiederkommt. Islam tells them that. Der Islam sagt ihnen das, dass die Welt zu einem Ende Science kommt. Science tells them that. Die Wissenschaft sagt das. Science doesn't say Jesus is coming back, and Islam doesn't say Jesus is coming back. Oh, so they need to know Jesus is coming back. That's what the knowledge they have. Also sie müssen wissen, dass Jesus wiederkommt. It's all, I think. Ich denke, das ist alles in allem. So you're going to give them some... They don't need to know that Jesus is coming back today. They need to know about it in the future. Sie müssen nicht wissen, dass Jesus heute eventuell wiederkommt, sondern es reicht einfach in der Zukunft. How can that be so? Wie kann dem denn so sein? Everyone needs to know Jesus is coming back. Ages ago. That's not the issue that they need to know. Jeder wusste vor Jahrzehnten, dass Jesus wiederkommen würde. So what they should know?
Was sollten to be Sie also prepared wissen? And to what, what's this, what is the message we have to tell them? Welche Botschaften müssen wir ihnen denn geben? If you don't know that as, if you don't know that as a priest, also wenn du das als Priester nicht weißt, dann haben wir Probleme. Okay. But I don't know Elder Barmender. Ich weiß es aber nicht. Okay, it's 11:15, class is ended. We'll discuss it this afternoon. Also darüber sprechen wir heute Nachmittag. Give us some time to think. What does the world need to know? Überdenken wir darüber mal nach, was muss die Welt wissen? That if we were to interact with them, wenn wir mit ihnen in eine Verbindung treten, we'll stop, well, let's ask this question then. Also stellen wir folgende Frage. They need to know something. Sie müssen etwas wissen. Who's going to tell them? Wer wird ihnen das sagen? We are. Wir werden es ihnen sagen. Why are we not allowed to speak to them? Warum ist es uns jetzt nicht gestattet, mit ihnen zu reden? Because we'd give them, weil wir the wrong information. Weil wir ihnen die falsche Information geben würden. They wouldn't have the correct knowledge. Sie hätten das richtige Verständnis nicht. Why would we give them the incorrect information? Warum sollten wir ihnen dann also die falsche Information geben? Because we don't know it ourselves. Weil wir es selbst ja noch nicht wissen. What are FFA going to tell these people? Was wird FFA denn diesen Menschen sagen? After saving them from the nuclear attack, I don't know what actually they expect them to do. Move or what? I don't know. Ich weiß gar nicht, was sie ihnen empfehlen zu tun. Okay. Sollen sie wegziehen? Once they've told them about that and they're saved, then what they're going to say? Nachdem sie nun errettet worden sind vor diesem Anschlag, was sagen sie dann? Next week is going to be. Nächste Woche. Daniel 11:41. Sunday law. Nächste Woche kommt das Sonntagsgesetz. Is that right or wrong information? Ist das nun die richtige oder die falsche Information? We have the wrong information. That's why we're not allowed to go to the world. Wir haben falsche Informationen und deswegen ist es uns nicht gestattet, an die Welt heranzutreten. You tell these people in Nashville. Du sagst diesen Leuten hier in Nashville. That after the attack. Dass nach den Angriffen. We're going to have a Sunday law. Wir einem Sonntagsgesetz bevorstehen. You will destroy them. Da zerstörst du sie. Because they're going to be waiting for something. Denn sie warten auf etwas. That's never going to happen. Das nie eintreffen wird. And while they're waiting for this thing, und während sie auf diese Sache warten, what's actually happening? Was geschieht da eigentlich? What's actually happening? Was geschieht da? The nationalists, racist, homophobic, sexist. Und sie sind auf der zur gleichen Zeit sind sie Nationalisten, Rassisten und Sexisten. And that's what they're getting tested on. Und darüber werden sie getestet. Failing that test. Und sie fallen durch diese Prüfung hindurch. Therefore they will be destroyed. Und deswegen werden sie dann zerstört werden. Let's pray. Lass uns beten. Heavenly Father, we thank you for your goodness. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte. We ask and pray that you would be with us and bless us. Wir bitten dich, dass du mit uns bist und uns segnest. Help us, Father, not to play games with you. Vater, hilf uns, dass wir mit dir keine Spielchen machen. You've forbidden human slavery. Du hast menschliche Sklaverei verboten. We call it dowry to make it acceptable. Und heute nennen wir es die Aussteuer in einer Ehe, um es akzeptabel zu machen. You've told us to leave the world alone. Du hast uns gelehrt oder gesagt, dass wir die Welt hinter uns lassen sollen. We pretend that they will attack us if we tried. Und wir geben vor, dass sie uns angreifen würden, wenn sie es probieren würden. We keep on turning wrong into right. Wir machen weiterhin, verändern wir das Falsche in das Richtige. Help us to see. Helf uns zu erkennen, who we are. Wer wir sind, what we're doing, was wir tun, and the changes that need to happen. Und die Veränderungen, die geschehen müssen. We pray in Jesus' name. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen.